In den frühen 1980er Jahren begannen die niederländischen Staatsbahnen mit einer großen Modernisierungskampagne bei ihrem Wagenmaterial. Die guten Erfahrungen mit den zuvor gemieteten Corel-Wagen aus Frankreich sorgten dafür, dass die neuen Wagen ebenfalls über Y32 Drehgestelle verfügen sollten. Die Firma Talbot aus Aachen lieferte 317 moderne und für 160 Stundenkilometer zugelassene Reisezugwagen der ersten und zweiten Klasse sowie als zweite Klasse Wagen mit Gepäckabteil. Grob ließen sich die Wagen in drei technische Varianten gliedern. Ein Teil der Wagen war für den Binnenverkehr der Niederlande vorgesehen, die anderen Varianten hingegen für den Benelux-Einsatz oder den internationalen Verkehr. Für den Benelux-Verkehr entstanden erstmalig auch passende Steuerwagen. Über die Jahre wurden die Wagen zum Teil umgebaut und modernisiert. Mit der Neukonstruktion der ICR-Wagen setzt Pico die Reihe international einsetzbarer Wagenfamilien konsequent fort. Das maßstäblich exakte Modell gibt die charakteristische Erscheinung des Vorbildes perfekt wieder. Der moderne Formenbau ermöglicht feinste Gravuren der Dachsicken und Lüfter. Bündig eingesetzte getönte Scheiben zeichnen das Modell genauso aus wie die hochdetaillierten Y32 Drehgestelle mit separat angesetzten Federpaketen und Nachbildungen der Bremsscheiben. Abgerundet wird dieses Modell durch die beiliegenden Zurüstteile, welche den Wagen dem Vorbild noch näher bringen. Auf der Anlage überzeugen die Wagen durch optimale Rolleigenschaften und hohe Laufruhe. Die Wagen sind für eine einfache und unkomplizierte Nachrüstung einer Innen- und Schlusslichtbeleuchtung vorbereitet. Damit setzen die Modelle, auch bei abgedunkelter Beleuchtung, schöne Akzente auf der Anlage. Mit den neuen Pico ICR-Wagen lassen sich attraktive internationale Züge auf höchstem Modellbauniveau zusammenstellen.